willkommen zurück. Ja, also ich habe euch noch mal mit dazu geholt, weil hier kommt schon der nächste Meilenstein. Das ging relativ schnell jetzt, weil wir haben gleich schon die Gewehrmunition fertig gebaut. Also die ist nach Missionsvorgabe schon erledigt. Und die können wir dann tatsächlich dann zur Rakete dann noch transportieren, wenn wir das nächste Mal gehen. Aber was uns natürlich immer noch fehlt, ist jede Menge Gemüse und natürlich ganz schlimm die Eisbärenfälle. Die müssen wir erstmal finden, wo die sind. Die Eisbären. Genau, die wissen wir noch nicht, wo wir sind. So, die Produktion läuft. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir brauchen mehr Holz, haben wir auch erstmal. Das heißt, jetzt passiert erstmal nichts. Wir können jetzt nur warten. Ich kann jetzt nur Schießpulver in Massen produzieren. Aber uns fehlt schon wieder Schwefel. Ja, dann habe ich ja Schwefel schon was. Schwefel habe ich. Gehst du? Dann hau hier in den Mörser ein. Ja. So, ich Schwefel geholt, um die Dings zu bauen. Ja, weil ich brauche jetzt für die Brandmunition. Okay. Brauche ich 500 Einheiten Schießpulver. Schießdrinks. Genau. So, ich wollte ja gucken, welche Art ich noch bauen kann. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal raus und werde jetzt wirklich mal einen Baum fällen. Und werde dann das zweite Feuer dann auch aktivieren, um mehr... Holzkohle zu produzieren, weil jetzt geht tatsächlich Holzkohle leer und wir hatten also über 500 Einheiten. Aber wir haben ja Gott sei Dank verbrannte Bäume. Und die werfen Holzkohle ab. Sehe ich gerade. 43 Einheiten hat ein Baum gebracht. Ja dann. Also dann haben wir ja genug Holzkohle vor der Tür. Holz vor der Tür? Ja, wir haben Holz vor der Hütte sozusagen. Das ist ja jeck. Ja, dann fäll ich einfach ein paar Bäume, dann haben wir auf jeden Fall wieder Holzkohle genug. Kohle? Ja, Holzkohle. Lustig. So. Das ist ja mal eine bequeme Art zu produzieren. Bäume fällen. Und damit Holzkohle produzieren. Was merkst du? Ja, dann lass es doch erstmal in Ruhe. Dann, wie gesagt. Ruh dich erstmal aus, mach den Kühlakku drauf und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt, ne? Ich muss sagen, die Weise Kürbisse, die brauchen ja ewig, ne? Tja. Und dann braucht alles ewig. Oh, dass man keinen Baum kaputt gehen muss. Ah, jetzt ist er kaputt gegangen in Holzkohle.
Hat noch einen Schlag mehr gebraucht. So. 200 habe ich jetzt noch. Stahlbogen. Dann brauche ich auch Aluminium. Nee, dann lass uns lieber sein. Dann machen wir nur 50% Schaden. Besser als den ich jetzt habe. Oh, so hat der verbrannte Wald noch einen Nutzen. Danke fürs Gewitter, könnte man schon fast sagen. Endlich hat man was im Nutzen. Ja. Regnet wieder, aber das Zeug wird wahrscheinlich trotzdem nicht bewässert. Finde ich irgendwie blöd an dem Spiel. Das hat's aber bisher getan. Ist das ein Bug? Wir hatten ja schon mal so eine Mission, wo wir Sachen anpflanzen mussten. Hat das funktioniert mit dem Regen? Ich glaube, die ganze Zeit runter wollte eigentlich was essen, aber sollten wir dann mal tun, ne? Ja, mach mal. Tut du mal. In der kurzen Zeit jetzt 500 Einheiten Holzkohle gefällt quasi. Wir hätten ja eigentlich auch nur zu gucken, wie die Kürbisse aussehen im Ofen gucken brauchen, ne? Ja. Stimmt. Ja, ne? Ja, stimmt. Da hast du recht. Aber da wir ja nicht einfach gestrickt sind, sondern eben kompliziert, ne, machen wir das auch kompliziert. Ist es wieder Nacht, oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt dunkel ist wegen dem Strom oder weil es Nacht wird. So, jetzt brauchen wir definitiv Schwefel. Stimmt, jetzt funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht und manchmal funktioniert. Ja. So, also wir brauchen, was hatte ich gesagt, 60. Mal Brandmunition, ne? Ne, 50. Aber okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall 60 Goldbarren. Also 50, um genau zu sein. Und die haben wir jetzt. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt anfangen, die Gewehre zu produzieren. Oh ja, noch die Stahlschrauben. Ich 36, 40 Leder, die haben wir. Das Epoxid hatte ich ja schon besorgt. Dann brauchen wir noch 12 Einheiten Holz, das heißt 60 Einheiten Holz. Hallo Udo, hallo. Alles klar bei dir? Du ist wieder online hier im Chat. Er schaut mir zu. Okay. Hallo Udo. Ich weiß nicht, ob der
gewinnen hier. Warum? Wenn es anfängt zu winden, ist es schon laut. Einfach sagen. Ja. Gold, Holz, wo auch immer. Wand, hier nicht. Fragen hast du, Icarus, frag gut. So, jetzt muss ich eigentlich Holz genug haben. So, eigentlich die 35 reichen. Nur eigentlich. Baumharz könnte ich auch noch machen. Ja, ich kann nicht mehr Schießpulver machen, weil ich kein Schwefel mehr habe, aber jetzt im Dunkeln macht es keinen Sinn. Also wir können lieber gleich schlafen. Gucken. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt gleich, dann kann ich nämlich direkt, ich hoffe, dass das dann weiterläuft, ja. direkt Volk da ernten und direkt in den nächsten reintun. Ja. So, Repetiergewehr. 5 Stück. Also, wir brauchen noch 145 mal Stahl. Was müssen wir noch sammeln gehen? Ja, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade schon mal das, was Eisen fertig ist, mache ich schon mal Stahl draus. Wird 33 Stahl auf jeden Fall schon mal raus. Also wir kriegen 5 raus. Ja, noch. Hier ist auch Holz drin. Und hier ist hier noch Kohle drin, ja. Dann machen wir hier auch Holz rein. 5, wenn wir oben züchten, meinst du?
sobald du kannst, kommen und schlafen legen. Ich habe neu angesetzt. Konnte ich mal reparieren, ich hatte nichts. So. Ja. Alles klar. Schlafen legen, das ist lustig. Oder ist noch zu früh? Ne, müsste doch eigentlich gehen. Ach, das Campfire ist nicht an. Ja, wir haben auch nur noch einen Block dran. So. Ja, ich habe jetzt das Holz überall rausgeholt, damit wir. Das Holz, die Kohle überall rausgeholt, damit wir Kohle sparen. Das ist sehr, ich kann nicht mal nach, wie viel. Jetzt haben. Wassermelonen 5. 10. Echt 10. Die anderen laufen gerade. Also 16 mal Wassermelonen haben wir. 16 mal Wassermelonen und wir brauchen 30. Also haben wir schon mal die Hälfte. Das ist ja schon ein Erfolg. Ein kleiner zumindest. 5. Ich gehe nochmal Schwefel suchen. 6. Ja. 6. 6 von den Speisekürbissen. Ja, davon brauchen wir 65. Na gut, ich habe ja jetzt aus 3 habe ich jetzt 6 Stück rausgeholt quasi. Mhm. Ja, guck, dass du so viele Beete machst, wie Platz ist irgendwie. Das ist, ja, ich bin ja dabei. Mhm. Nur ich brauche noch Schwefel dafür. Ja, ich bin ja los und hol Schwefel. Bin ja auch unterwegs. Beim nächsten Mal müssen wir echt gucken, dass man dann einer mal loszieht und guckt, ob nach Asien nach uns abzischt, wo die Bären sind, weißt du? Ja, müsstest du, kannst ja theoretisch machen, sobald Alea online ist. Wobei ich natürlich dadurch, dass Anja immer noch nicht hier ist, ich nicht weiß, ob sie immer inzwischen Richtung Alea gefahren ist oder doch noch auf der Arbeit ist. Die Frage ist, wann Alea überhaupt online kommt. Naja. Ich würde sagen, weil jetzt momentan eigentlich nichts Großartiges passiert, unterbreche ich mal die Aufnahme. So, willkommen zurück auf jeden Fall. Wir haben inzwischen 10 Uhr. Ich drehe mal die Folge jetzt zu Ende, weil wir auch gleich ausmachen werden. Und zeige euch mal Dirks Garten. Also der Dirk hat einen relativ großen Garten angelegt. Aber auch hier ein bisschen das Dach reparieren sehe ich gerade. Also, wie man sieht, er hat jede Menge Zierkürbisse angelegt und auch normale Wassermelonen. Wir nähern uns also langsam dem Ziel, dass wir zumindest also die Obstkuchen dann auch bald fertig produzieren werden. Und wir werden auch die Gemüsepasteten bald anfangen. Panierten Fisch haben wir ja fast komplett. Das Material ist auch kein Problem mehr, das zu besorgen. Dann haben wir in der Zwischenzeit ähm,
jede Menge Platin gesammelt. Platin aus einem ganz simplen Grund, weil wir neue Spitzhacken brauchen, weil diese sind inzwischen verschlissen, weil wir doch sehr viel Material verbraucht haben an Spitzhacken. Und daher die Entscheidung, da jetzt quasi neue Spitzhacken dann hier zu bauen. Wir haben in der Zwischenzeit 1, 2, 3, 4, 500 Einheiten Schießpulver. Das heißt, Schießpulver haben wir auch fast durch. Das ist auch auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ich würde echt sagen, diese Runde hat es gelaufen. Also, wir haben doch viel geschafft. Hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass wir so viel schaffen würden. Deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Dirk, ich habe noch Wassermelonen. Also, ist gut, dass du Wassermelonen hast, aber die können wir gerade nirgendwo setzen. Nee, aber du kannst sie ja vielleicht irgendwo in den Ausgang reintun, damit sie nicht verschimmeln. Nee, hey, das geht ja nicht. Achso, das geht nicht. Weil ich habe schon die Sachen, die wir brauchen, im Ausgang drin. Hm, okay. Na gut. Aber den kannst du vielleicht den Tieren geben. Bei Wassermelonen bauen wir genug an. Okay, alles klar, dann. Also, die müssen wir schon fast durch haben. Dann gebe ich sie den Tieren. Also das, was sehr anstrengend ist beim Anbau, ist halt Wasser geben. Ich habe mal versucht, ob man die Wasserpumpe, wir haben nämlich inzwischen auch einen Generator, den zeige ich euch auch noch, an die... Hier ist der Generator. Aber versucht, an die Wasserbeete zu installieren. Das geht aber leider nicht. Das heißt, da können wir leider... Bär! Ach, was? Erwischt. Ja, spawned immer ein Bär. Ja, das ist schon mal so. War uncool. Er hätte den Feuer fast kaputt gekriegt. Also da pariert. Muss die Pflanzen noch umbetten gerade. Die sind fertig, die einen. Ah, okay. So. Ich versorge mich mal mit neuen Essen, weil wir haben hier vorne im Küchenblock haben wir auch noch gebratenes, oder? Nee, haben wir nicht mehr. Nein, haben wir nicht mehr. Deswegen bin ich zwischendurch schon wieder am Braten. Gut. Wir haben auch einen Komposter inzwischen gebaut, oder besser gesagt, Dirk hat ihn gebaut, sodass er da auch Dünger herstellen kann. Den man, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich wieder anfangen zu jagen. Den man dann halt auch oben für ein schnelles Wachstum eben halt entsprechend geben kann. Ja, und Stahl haben wir auch fleißig produziert. Allerdings auch da muss man sagen, braucht man also wirklich sehr, sehr viel Stahl. Also wir haben jetzt zwei Gewehre herstellen können. Ich baue jetzt auch schon mal ein drittes. So. Das heißt, da haben wir schon 3 von 5 haben wir hier auch erledigt. Also wie ihr seht, es geht wirklich voran, schneller als wir beide gedacht hätten. Und ja, bin ganz zufrieden momentan mit unserem heutigen Erfolgsbilanz, nenne ich es jetzt mal einfach. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt müsste eigentlich Kupfer... Genug Material für die Schaltung da sein? Nee, da fehlt noch das organische Harz. Weil ich habe definitiv vorgenommen, noch einen Kühlschrank zu bauen. Wie organisches Harz brauche ich denn?
14 Epoxid brauche ich und 24 organisches Harz. Okay. Epoxid ist fertig. Das heißt, wir können jetzt auch gleich noch die 20 Schaltungen bauen für den Kühlschrank. So, aber ich mach mich jetzt mal raus. Alles klar. Nee, mach das. Ich setze in der Zwischenzeit hier auch nochmal Eisen und Kupfer an. So, tschüssi. Tschüssi. Dann. Bis dann. User disconnected from your channel. Aber die Folge machen wir jetzt natürlich noch vernünftig zu Ende. Aber sie ist ja auch fast zu Ende, muss man dazu sagen. So, wir brauchen 20 Schaltungen. Da fehlt uns noch ein bisschen Kupfer. Aber der ist ja in der Mache. Also von daher macht man das jetzt noch ab, würde ich sagen, dass das Kupfer noch fertig geworden ist. Und dann machen wir aus. So, und in der Zwischenzeit gehen wir einfach noch mal ein bisschen Bäume kloppen. Weil wir brauchen definitiv noch mehr Kohle. Er hat mich nicht gesehen, ich bin mir sicher. Nein, er hat mich nicht gesehen. Okay. Gut, gut. Also ich baue auch bald einen neuen Boden. Also von daher. Wir haben auf jeden Fall einen erhöhten Bedarf jetzt an Eisen auch. Hase. So. Genug? Nein, fehlt noch was.
So. Können wir nicht noch mal Schießpulver anmachen? Lass mich raten, Schwefel fehlt wieder. Okay. So, 11 Eisenbahnen, damit kommen wir nicht weit. Ach, das ist Gold. Und 14 Kupfer, das dürfte auch nicht reichen. Stimmt, ich hatte Gold rausgeholt. So, aber ich habe Platin. Mit dem Platin müsste ich jetzt eigentlich an der Bearbeitungsbank, glaube ich, war es. Technik, da, Technik. Genau, das wird gemacht. An der Bearbeitungsbank müsste ich eigentlich Spitzhacken bauen können. Genau. Aber das wenigstens schon mal erledigt. So, sehr schön. Nochmal zwei neue Spitzhacken. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir nicht auch noch neue Bögen finden, was wir dafür denn brauchen. Aha, jetzt haben wir zumindest genug Kupfer für die 20 Schaltungen, für den Kühlschrank. So, mal Schwefel holen, das macht definitiv jetzt keinen Sinn mehr. Also die 20 Schaltungen, jetzt müsste eigentlich das Material für den Kühlschrank zusammen sein. Jawohl! So, Kühlschrank ist gebaut. Dann bauen wir den auch mal auf. Brauchen wir noch Strom. Schmeißen wir den mal an. Sehr schön. Er läuft. Das heißt, wir können jetzt das ganze Gemüse da rein tun. Hier ist ja nichts, was verderben kann drin. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Wir haben einen Kühlschrank.
Da sieht man, dass er schon kriegt. Da sieht man es nicht. Warum kriegt er den Strom nicht? Aber der hier nicht angeschlossen ist. Aha, jetzt kriegst du Strom. Warum geht das nicht? Ich würde das Wasserwerkzeug nochmal nehmen, weil irgendwie habe ich ja die Wasserleitung kaputt gemacht und Sie wissen wie. Irgendwie noch eine Fackel. Wie wir sehen. Irgendwo Stöcke liegen, kann doch nicht sein. Ah, da. Einer. Auch noch einen. Zwei. Okay. Ja. Da Wasser nicht. So, gucken, ob der Wasseranschluss jetzt funktioniert. Ja, funktioniert auch. Strom funktioniert, Wasser funktioniert. Herrlich. Also die Sachen hier drin, die verschimmeln jetzt deutlich langsamer als vorher. Also wir haben jetzt natürlich so ein bisschen mehr Produktionsfreiheit dadurch erhalten.
So. Wasser muss ich noch besorgen und dann bin ich durch. So, also, das ist der Stand der Dinge. Beim nächsten Mal, nächste Woche geht's weiter. Ich bin ganz guter Dinge. Ich glaube noch nicht, dass wir es fertig kriegen werden, weil einfach die die Eisbärenfälle, die werden mit Sicherheit noch aufwendig sein. Aber alles andere ist im grünen Bereich. Was soll ich sagen? Wir haben Patronen schon produziert, wir müssen nur noch ein paar produzieren, zwei Gewehre müssen wir nur noch produzieren. Also das sind ja, übersichtliche Statistiken sozusagen. Also ich danke euch fürs Zusehen. Hier endet aber auch der Stream und von daher, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt, zu Scum ab 19 Uhr. Bis dann, tschüss.